So, Frau Präsidentin, Sie haben das Wort, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Gäste. Wenn der Staat in einem reichen und kulturell hochstehenden Land wie Sachsen-Anhalt nicht mehr gewährleisten kann, dass den Kindern in ausreichendem Umfang Schulunterricht erteilt wird, dann ist das nicht nur ein Missstand durch seine unmittelbaren Auswirkungen, sondern Symptom einer tief liegenden Krise. Dessen sollten wir uns immer bewusst sein, wenn wir über den Lehrermangel sprechen. Wer die tieferen Ursachen der Krise unseres Bildungswesens nicht erkennt, ja nicht erkennen will, der wird immer nur Symptome kurieren. Wer aber nur Symptome kuriert, der wird die Krankheit, von der Sie künden, nicht heilen und letztlich wird er damit auch die Symptome nicht lindern. Und genau das ist der Fall bei den Forderungen der Linken und den Forderungen der Volksinitiative. Sie haben nicht verstanden, dass das Bildungswesen in Deutschland in Auflösung begriffen ist, weil sich die Grundlagen unserer Gesellschaft und Kultur in Auflösung befinden. Wir verstehen den Unmut der Bürger, der sich hier entlädt. Die Bürger sind im Recht, denn sie haben ein Recht darauf, dass der Staat ihre Kinder unterrichtet. Nur leider ist das, was nun als Beschlussempfehlung vorliegt, ganz und gar nicht geeignet, den Lehrermangel zu beheben. Und zwar nicht, weil die Forderungen der Volksinitiative im Petitionsausschuss zusammengestrichen wurden, sondern weil auch schon die ursprünglichen Forderungen Ausdruck eines verfehlten Ansatzes waren. Man kann nicht einfach mehr Lehrer fordern, ohne genau zu sagen, woher sie kommen sollen. Und vor allem, ohne gründlich analysiert zu haben, weshalb immer weniger junge Menschen den Beruf des Lehrers ergreifen wollen. Sie sind einfach nicht bereit, die bildungspolitischen und pädagogischen Irrwege der letzten Jahrzehnte zu hinterfragen. Sie sind nicht bereit, die Belastung unserer Schulen mit sozialen Problemen aller Art auch nur ansatzweise in Frage zu stellen. Sie fordern Seiteneinsteiger, haben aber, wie bei der Anhörung herauskam, überhaupt keine klaren Vorstellungen davon, wie die Seiteneinsteiger qualifiziert sein sollten. Und sie wollen ohne jegliche Qualitätsprüfung ausnahmslos alle Absolventen in den Schuldienst übernehmen. Da muss jeder verantwortungsvolle Bildungspolitiker widersprechen. Was nun nach der Bearbeitung durch den Petitionsausschuss vorliegt, ist eine etwas reduzierte Fassung des ursprünglichen Papiers, aber immer noch nichts, was der Krise abhelfen könnte. Und deshalb haben wir einen Alternativantrag eingebracht, der skizziert, wie das Problem angegangen werden müsste. Wir fordern an erster Stelle 80 Millionen Euro in den Bildungshaushalt neu einzustellen und schaffen damit den finanziellen Spielraum, den wir brauchen, um den Lehrermangel zu bekämpfen. Wir finden, dass es besser ist, zuerst festzulegen, wie viel Geld man ausgeben will und dann erst die Maßnahmen in Angriff zu nehmen, nicht umgekehrt. Weiterhin fordern wir bei den Seiteneinsteigern den Nachweis einer angemessenen Mindestqualifikation. Das heißt, entweder Promotion oder einen richtigen Studienabschluss. Richtiger Studienabschluss heißt Magister, Diplom oder Staatsexamen, im Bologna-System Master, kein Bachelor. Und zusätzlich Lehrerfahrung an der Universität oder in der Erwachsenenbildung. Wer diese Anforderungen erfüllt, der sollte aber anders als bislang üblich nach 3 Jahren Praxis verbeamtet werden. Solche Lehrer haben ihre Befähigung schon in der Praxis, also dort, wo es drauf ankommt, unter Beweis gestellt, sie brauchen kein Kursprogramm, um ihnen die Befähigung zum Lehramt zuzuerkennen. Schlussendlich sind die Universitäten von allen sogenannten Zielvereinbarungen, die sie daran hindern, Lehramtsstudiengänge einzurichten, zu befreien. Echte akademische Freiheit ist eines der besten Mittel gegen den Mangel an Lehramtsstudenten. Fazit, mehr Geld, weniger Bürokratie auf allen Ebenen, Verbeamtung als Anreiz und hohe Ansprüche an die Qualifikation von Seiteneinsteigern. Das ist der Vierklang, den wir den Forderungen der Volksinitiative entgegensetzen, die auf mehr Bürokratie und weitere Qualitätsverluste hinauslaufen und damit dem Übel nicht abhelfen, sondern die Krise nur weiter vertiefen würden.